Hallo, willkommen zum Flip-Through, das heiß begehrte Flip-Through vom Cosmos Infinity Projekt. Ja, der eine oder andere hat ja so die Entstehungsgeschichte verfolgt, die Entstehungsgeschichte und das letzte Video war ja auch dann schon zu sehen, wie diese Leinwandbild ja noch mal gesondert entstanden ist. Vor allem, wie es funktioniert. So, gerade den Schalter. Das kann man jetzt natürlich schlecht sehen mit dem Licht hier, ne? Aber es leuchtet ganz hübsch. Ja, so kann man das sehen. Ja. Das ist dieses Bild, was ja dann auch schön mit den ganzen Planeten ist und mit der Sonne. Dann gab es ja diese Kiste oder diesen alten Versandkarton, den ich so ein bisschen gepimpt habe. Mit den Softmolds auch von Stamperia. Und dann mit ja, die zweiten Lagen von Servietten, die man ja immer so abzieht, ne? Die sind hier drauf gekommen, damit es so ein bisschen Struktur bekommt und damit Farbe und Gilding Wax. Hier habe ich dann aus Pappe wie so Fake-Öffnungen ran gemacht, damit man das auch so ein bisschen verschließen kann. So getürkt, also gefaked. Hier vorne sind dann noch mal die Tierkreiszeichen aus der Soft Mold. Und hinten ist dann auch noch mal eine drauf und dann so kleine Sternchen. Ja, und da drin ist dann natürlich das Journal. Auf dem Deckel ist dann auch noch mal so ein bisschen Sternchen und so ein Spruch. Da muss ich echt sagen, also die Sprüche, die diesmal dabei waren bei Stamperia, die haben mir echt super gefallen. Normalerweise bin ich ja nicht so der Freund von solchen Sachen, aber es hat mir wirklich gut gefallen. Dann haben wir hier einmal so eine kleine Variante. Und natürlich einmal das große in DIN A4 Format. Da klebt dann noch mal so ein Stern drunter. Das ist das gute Stück. Mein Stardust, mein Sternenstaub. Machen wir erstmal das Kleine. Das Kleine ist weniger drin. Ich hole euch vorsichtig, ich hole euch gerade mal ein Stück tiefer. Das ist wie beim Karussellfahren, ja. So, damit man das auch gut erkennen kann. Ja, die Rückseite ist so geblieben. Ich habe nur eben das Band hier hinten noch mal befestigt mit so einem Planeten. Dann hier so einen kleinen Tag dran gemacht. Und einfach nur mit diesem Band halt verschlossen. Und deswegen, damit das nicht verloren geht, deswegen habe ich das hinten her befestigt. Ja, das ist der Kleine, der schon mal gerne auf den Sternen reist. Und deswegen ist er auch voller Sternenstaub, wie man erkennen kann. Also hier habe ich dann mit Kaffee gefärbtes Papier reingesetzt und auch schon mal mit Schablone. Viel mit Schablone und Stempel hier drin gemacht. Und natürlich ganz viel Sternenstaub. Und der Glimmer, der bleibt auch, der geht auch nicht ab, weil das ist wie so eine Steinpaste. Also das ist kein Streuglitzer oder so. Und hier haben wir dann das Universum. Mit einem Blick durchs schwarze Loch in das nächste Universum. Und ansonsten ist das einfach nur für Notizen. Und ja, wie gesagt, viel gestempelt, schabloniert. Es glitzert sehr. Und es fühlt sich auch so, ja, wirklich so an, als wenn es da auf den Sternen war. Also sehr glitzerig. Ja. Dann haben wir hier noch eine Eule. Die Eule ist ja auch im
Sternenbild weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es gibt ja nicht nur die Horoskope, also die Tierkreiszeichen, es gibt auch noch andere Sternenbilder. Die Eule weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber die Eule ist ja auch eins der Krafttiere. Und dann habe ich der Eule, wie auch allen anderen Eulen und Tieren mit großen Augen, hier versucht, so ein bisschen Leben einzuhauchen, indem ich hier dieses Glossy, so ein Tropfen Glossy überall auf die Augen gemacht habe. Und das ist wirklich sehr, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, es ist richtig erhaben so, ne? Also es tritt richtig vor. Sieht richtig echt aus. Ja, das war dieses kleine Notizheftchen. Bei mir ist aufgefallen, ich habe in dem großen relativ wenig Platz gelassen, so Seiten, wo man drauf schreiben kann. Also hier ist Reißpapier draufgekommen, dann mit Krakelierung. Dann habe ich hier Sterne aufgeklebt. Die Metallecken vom Teddy habe ich das erste Mal getestet. Die sind ja relativ schwer. Und die habe ich auch mit so einem Metallkleber aufgeklebt. Was heißt Metallkleber, ne? Ich denke mal, steht zwar Metallkleber drauf, ne? Aber ich denke mal, es ist nichts anderes wie Sekundenkleber. Ja, dann hier so Sternchen noch, ein kleines Label. Dann hier der Buchrücken, das sind die Capuchons. Das ist ja mein neuestes Baby. Diese Teile mache ich momentan überall irgendwie. Hier habe ich jetzt Planeten genommen. Dann haben wir hier so ein Puschelchen und was so für mich die Wolken, die weichen Wolken sein sollen. Ja, und hier habe ich halt so ein selbstgebautes Perlenanhängerchen. Habe ich hier von dem Restepapier noch Paper Beans gemacht hier. Also Papierperlen daraus gemacht und dann hier mit dran gemacht. Auf der Rückseite ist dann auch wieder ganz viel Sternenstaub. Nochmal so Sternchen. Das ist der Verschluss, der ist hier mit diesen Schraubenbrett befestigt. Auch geklebt von innen, klar, ne? Aber trotzdem auch nochmal mit diesen Bretts, weil sicher ist sicher. Das kann man natürlich auch abmachen hier. Machen wir jetzt mal ab. Dann habe ich hier nochmal ein. Und zwar sind das die Planeten. Ne? Die 8 Planeten soll das darstellen. Ich hatte mal so ein Armband gehabt mit so 7 Chakren. Ne? Davon habe ich die Perlen dann aufbewahrt und habe die jetzt dann hierfür genutzt, weil ich finde, die passen genau perfekt zu. Ja, dann machen wir das Ganze mal auf und schauen mal da rein. Hier mit so einem Bügelverschluss. Jo. Gucken, was man auch alles drauf hat. So. Ja, dann haben wir hier wieder die Tierkreiszeichen. Und da habe ich auf der Rückseite dann so Karteikarten, dass man da noch was notieren kann, Notizen, wie auch immer. Hier haben wir unser schönes Sonnensystem einmal komplett aufgelistet. Ne? Haben wir ja in der Schule alle diesen berühmten Merksatz gelernt. Na, kennt ihr den noch? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Oder? Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Also mittlerweile, ne, seitdem ich mich jetzt hier ein paar Wochen damit befasst habe, kenne ich es wieder auswendig. Ja, die Rückseite habe ich dann, ne, total besprenkelt. Wollte ich ja erst mit Papier bekleben und habe es dann aber einfach bespritzt und besprenkelt. Verschiedene Schichten. Und fertig. Das kann man als Unterlage nehmen zum Schreiben oder einfach nur so hier um in die Tasche zu stecken oder sich irgendwo hinzustellen. Ja, wie gesagt, das ist aus dem Papier von Stamperia. Cosmos Infinity heißt die Serie. Und habe davon auch Softmolds und Ephemera Sets. Also ja, ich hatte das Papier gesehen und war sofort hin und weg. Und dachte mir, das muss ich unbedingt haben. Weil ich fand das von den Farben her schön und alles. Ja, dann fangen wir hier an mit dem Pegasus, der natürlich ein Sternenbild ist. Der Pegasus. Wer schon mal, gibt ja diese Apps, ne, wo man, wenn man das Handy in den Himmel hält, dann zeigt, also ich habe zum Beispiel so eine, die heißt, glaube ich, Star Away oder so irgendwie. Wenn ich mein Handy dann im Himmel halte, dann werden mir sämtliche Sternbilder angezeigt. Und ne, wie gesagt, der Pegasus ist eins davon. Ja, hier habe ich dann halt so eine.
Nicht Verpackung, das ist so ein Stencil-Sheet. Hatte ich mir eigentlich besorgt gehabt, um mit der Cricut Schablonen zu machen. Ich hatte mir mal die Cricut ausgeliehen. Ja, und da habe ich halt noch diese Folien über. Die habe ich hier reingemacht. Und weil ich mich so geärgert hatte, dass die Ephemera-Teile nur einseitig bedruckt waren, ne? Ich hätte gerne von beiden Seiten den Druck gehabt, weil mich das so sehr gestört hat hier mit dem Weißen. Deswegen habe ich dann hier nochmal so, damit das Wesen so ein bisschen verdeckt ist. Das sieht man von außen nicht ganz so schlimm und hier sieht man dann halt das Weiße nicht ganz so sehr. Ja, das fand ich nicht gut durchdacht von Stamperia. Die Ephemera-Teile sollten doch bitte beidseitig bedruckt sein, wenn man gerade solche Sachen macht. Aber nun gut. Ja, die Seite habe ich dann so gelassen auch aus diesem kleinen Block. Und auch wieder hier schön der Pegasus. Und ich habe den überall natürlich beglitzert mit Sternenstaub und auch die Ränder. Und alles mit dieser Steinpaste oder Luxus Deluxe Paste, so heißt die von PentArt. Ja. Diese ist das hier, die Luxuspaste. Die von La Blanche ist die. Aber PentArt und La Blanche, die Produkte sind, ne? Also es ist nur der Name, der sich ändert. Bei La Blanche ist es die Luxuspaste und bei PentArt heißt es dann Deluxe Paste. Also. Aber wie gesagt, die ist total klasse. Da bleibt der Glitzer drauf. Die gibt es in verschiedenen Farben. Man kann auch super Gläser, Vasen und alles damit bearbeiten. Also eine ganz tolle Sache. Ich liebe die einfach. Und vor allen Dingen, die sind super schnell trocken. Aber ich habe gesehen, es gibt es jetzt auch von Nuvo, sowas in der Art. Glamourpaste heißt das da, glaube ich. Oder war das die Stamperia? War das mit der Glamourtaste? Ja, das ist die Glamourpaste von Stamperia. Und in der Verarbeitung, also im direkten Vergleich habe ich das jetzt gehabt, in der Verarbeitung und generell sind das, so leid es mir tut, Stamperia, Welten. Also ihr kommt da an diesen echt nicht ran. Weil, und das sieht man hier gleich, ich das hier am Anfang schon, ne, sieht man gleich auf den Monden, habe ich das gemacht mit dieser Paste. Das ist ein Unterschied mit dem Glitzereffekt zu dieser Paste. Aber so ist das halt, ne? Die Texturen sind ja halt dann doch unterschiedlich. Ja, hier habe ich mir dann noch so antike Zeichnungen mit beigefügt. Da habe ich dann bei Etsy, kann man sowas ja ganz toll als Digitalpapier kaufen. Vor allen Dingen, weil man sowas auch für andere Sachen gut benutzen kann, ne? Für Entdecker, für Steampunk, für Hexenjournals, also solche Sachen kann man ja immer wieder verwenden. Hier habe ich dann auch mal Platz gelassen zum Schreiben. Ein bisschen Platz ist ja. Ja, hier ist dann auch wieder, ne? So toll mit diesem Jupiter, finde ich von den Marmorierungen, finde ich diesen Planeten einfach total klasse. Und dann wieder ganz viel Sternenstaub. Jetzt wieder eine Eule, die auch wieder so schön die Augen bewegt. Ich hätte ich jetzt fast gesagt, aber ne, es ist wirklich so, als wenn die einen anguckt, dadurch, dass da so diese Erhebung drauf sind und dieses Glänzige. Und hier habe ich dann im Nachhinein noch so ein bisschen Notizzettelchen dran gemacht. Ja, ganz viel schabloniert und gestempelt. Ich hatte mir auch das Stempelset dazu geholt von Cosmos Infinity von dieser Reihe. Ja, dann natürlich auch ausgeschnitten aus den Bögen teilweise. Wölfe waren auch ganz viel. Also wer man Wolfsjournal macht, ne, dieses Cosmos Infinity und den Vorläufer Cosmos, da ist ganz viele Wölfe sind da drin. Oder generell Tiere sind da ganz viel. Ja, hier habe ich aus der Eule, da ist so eine Karte, so ein Kartenset noch bei. Da habe ich das dann auch wieder gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das mal hier so einfangen kann. Ich weiß es nicht, ob man das erkennen kann. Auf alle Fälle sieht das echt toll aus. Ich bin da echt begeistert. Ich habe das erste Mal jetzt mit diesem Glossy gearbeitet und finde das ganz faszinierend. Ich kam eigentlich da drauf mit diesem Schmuck, mit dem Cabochon. Und wenn man das ohne diesem Glas macht, kann man das eigentlich theoretisch hier mitmachen. Und deswegen wollte ich das unbedingt mal testen. Und auf den Augen finde ich das schon mal sehr gut. Hier habe ich dann die Karten mal zusammengelassen und einfach so zum Ausklappen. Und schön, habt ihr gehört? Mit Magnete. Ich
Ich mag dieses Geräusch, wenn das so klackt. Hier ist dann auch noch mal eine Karte. Die habe ich dann auf den Canvas-Blöcken, die ich auch sehr viel verwertet habe hierfür. Aber man kann ja auf der Rückseite auch schreiben. Also so ist das ja nicht. Ja, hier mal ein Brief von Galileo Galilei, ne? Einer der großen Astronomie-Wissenschaftlern, Alchemisten im Mittelalter. Auch hier, das ist von ihm. Ja, natürlich kein Original. Ne? Muss ich ja nicht erwähnen. Das ist auch wieder überall Sternenstaub verteilt. Hier ist eine größere Karte mit so einem Paperclip. Da habe ich den Rand so ein bisschen versucht zu beglitzern mit Nouveau Drops. Also sollte man nicht für möglich halten. Ne? Ich mag eigentlich überhaupt nichts mit Glitzerzeugs. Und mittlerweile habe ich hier Nouveau Drops, diese Glitzerpaste. Irgendwie stimmt was nicht mit mir. Mein Kind schon gesagt, wer bist du und was hast du mit meiner Mutter gemacht? Ja, dann hier Planeten ausgeschnitten. Ist auch eins der Krafttiere natürlich hier. Genau wie der Hirsch. Dann sind hier die Tierkreiszeichen. Die habe ich dann so darauf gemacht, dass man das auch ausklappen kann. Und dann habe ich hier drauf, da ist dann einmal der Unterschied. Da ist einmal mit dieser von Stamperia, diese Glitzerpaste, ne, die Sterne gemacht. Und hier ist einmal diese andere, die Luxuspaste. Also man sieht schon vom Funkeln her, das ist echt ein Unterschied. Ich meine, das ist jetzt nicht schlecht hier, das Silberne, ne? Aber es ist schon ein echter Unterschied, wenn man so den direkten Vergleich auch hat. Ja, und hier habe ich dem Universum einen Riss gegeben. Hier hängt dann nochmal so ein kleiner Tag drin. Ne? Dem Universum einen Riss gegeben. Und zwar, ich bin, ja, seit meiner Teenie-Zeit, ich bin jetzt 53. Und seit meiner Teenie-Zeit, so die Anfänge der 80er Jahre, kenne ich die Serie und schaue ich die Serie Doctor Who. Weiß nicht, ob den einen oder anderen das vielleicht bekannt vorkommt. Das ist eine englische Serie, schon ausgezeichnet mit etlichen Preisen von der BBC, die unter anderem im Weltrekord mit die längst ausgestrahlte Serie, weil es die schon so viele Jahrzehnte gibt. Und Doctor Who ist halt ein Time Lord, also ein Zeitreisender, der mit seiner TARDIS, das eine, die aussieht wie eine englische Notrufsäule, ne? Also die haben ja die roten Telefonzellen und die Notrufsäulen, die Polizeinotrufsäulen sind ja blau in England. Und so ist halt seine Zeitmaschine, seine TARDIS. Und damit fliegt er durch Raum und Zeit. Und die Geschichte dahinter ist halt, da ist ein Riss im Universum. Und das ist halt dann, ne, dieser Riss. Aber ich wollte diese Seite unbedingt, weil ich die von den Farben her und alles so toll fand, wollte die unbedingt komplett verwerten. Ja, und da das dann natürlich nicht so ganz passt, halt dann dieser Riss dazwischen. Und dann halt auch mit dem Schablonen wieder hier drauf. Ne? Sag mal, die Tierkreiszeichen-Schablone und die Sternchen. Und ganz viel gesprenkelt. Gespritzt und gesprenkelt. Hier haben wir da mal eine kleine Tasche. Mit so zwei Kärtchen. Ja, und dann ganz normal selbst gefärbtes Papier von mir ist damit reingekommen. Und halt blaues Tonpapier, weil ich hatte erst überlegt, meine Papiere blau zu machen. Aber der erste Versuch, das gefiel mir überhaupt nicht. Also es war mir viel zu hell und ja, dann habe ich es mit Acrylfarbe angemalt. Aber das wäre zu aufwendig gewesen, weil ich hätte ja immer beide Seiten anmalen müssen. Und es hat sich auch zu sehr gewellt dann hinterher und von daher habe ich dann nochmal blaues Tonpapier dazu genommen. Hier ist übrigens noch Reste von dem, was ich gefärbt hatte. Das habe ich dann mit hier in Stücken verwurschtelt. Auch hier die Hintergründe teilweise. Dann auch nochmal ein Kärtchen. Mit den Vögelchen drauf. Ja, die waren auch mit in diesem Set bei, Vögelchen. Da haben wir dann nochmal einen kleinen Anhänger. Weil in diesem Set, das ist ja Kosmos und dann aber auch Nature. Ne? Also es hängt schon irgendwie, die Serie hängt ja mit zusammen. Hier ist dann auch wieder
mit Gold gestempelt und schabloniert. Ja, dann habe ich zufälligerweise, ja, ich bin ja nicht der Washi-Typ, Washi-Tape-Typ, schweres Wort, Washi-Tape-Typ. Und habe zufälligerweise ein Washi-Tape gefunden, was genau dazu passt. Mal hier mal Saturn so ausgeschnitten da drauf und auch wieder alles voll Glitzer und Sternstaub. Aber wie gesagt, die ganzen Sprüche, die dabei waren, die haben mir super gefallen. Deswegen sind die auch sehr häufig hier zu sehen. Normalerweise verwerte ich Sprüche ja nie so. Hier habe ich dann mal eine durchsichtige Tasche gemacht. Hier so ein kleines Bennyband, wo so eine Karte drin ist. Mit einem Puschelchen dran. Also der Wolf, wie gesagt, der ist wirklich sehr, sehr häufig hier vertreten. In diesem Papierset. Weil immer gesagt wird, es gibt kaum Papiere mit Wölfen drauf. Und also Kosmos und Kosmos Infinity ist voll mit Wölfen. Hier ist nochmal eine bewegliche Tierkreis. Zeichenkarte. Da haben wir dann auch noch mal einen kleinen Tag. Also das mit diesem Glitzereffekt, ne, ich weiß nicht, ob man das so gut durch die Kamera erkennen kann, aber wenn ich hier so davor sitze und das auch fühle, ne, also ist echt grandios, finde ich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, diesen Glitzer hier überall zu verteilen. Überall der Glitzer. Da sind wieder zwei kleine Tags. Und auch wieder eine Eule mit diesen Augen drauf. Ja, da habe ich dann auch nochmal diese Notizzettelchen dran gemacht. Hier ist das auch wieder mit dieser Glitzerpaste. Ne? Also es ist wirklich echt ein Unterschied zu dem goldenen Glitzer immer. Dann mal einen kleinen Block und auch wieder hier Sternen, Schablone und Glitzer Pegasus. Ja, hier hängt dann dieser Planetenbamsel dran. Ja, das ist dann schon das Ende der ersten Signatur. Hier habe ich dann so ein kleines Büchlein noch reingesetzt, was dann wirklich von innen nur, also hier ist der Rand noch mal mit Nuvo Drops beglitzert. Und hier ist dann nur selbstgefärbtes Papier drin, was ich gestempelt habe und schabloniert habe. Ja, nur so als kleines Notizbüchlein. Und das ist einfach nur eine Pappe, die hier aufgeklebt ist auf der letzten Seite. Und die habe ich auch nochmal mit diesem blauen Papier beklebt. Und anstatt mit einem normalen Tesastreifen halt dann mit dem Washi, damit das so ein bisschen schöner aussieht. Das mache ich schon mal gerne so mit diesem Einbinden, so mit einer Pappe, dass man das Heft dann einfach nur so da dran steckt. Ja, das ist die zweite Signatur. Diejenigen, die die Making-ofs verfolgt haben, werden jetzt wissen, warum diese ganze Seite so aussieht. Weil ich nämlich mit Embossing-Pulver hantiert habe, was nicht funktioniert hat. Sagen wir mal so. Und dann habe ich mir natürlich die erste Seite so schön versaut und musste komplett alles zukleben. Putschen. Ne? Das ist die Putscher-Seite. Alles versteckt. Da sind dann auch nochmal zwei so Kärtchen. Da habe ich den Mond dann nochmal auf der Pappe geklebt und auch den Wolf, damit das so ein bisschen dreidimensional auch rüberkommt. Ja, da ein Kärtchen. Auch noch mal die Tierkreiskarten hier. Also die sind echt, die gefallen mir wirklich sehr gut, diese Tierkreiszeichenkarten. Sind sehr schön von dem Machart. Also von dem Muster auf, von den Farben her. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier habe ich wie so ein Bellyband gemacht und aber aufgeschnitten, dass man hier halt diese Karten noch reinstecken kann. Dann haben wir hier einen Frosch, der auch Wackelaugen. Das sieht aus wie Wackelaugen, aber die wackeln nicht, genau. So sieht das aus mit diesem Glossy-Effekt. Dass die halt nicht wackeln. Nur, dass die halt nicht wackeln. Ja, da haben wir dann auch der Vogel hat hier so ein Wackelauge, was nicht wackelt. Da ist dann nochmal der Glitzer-Pegasus. Auch hier eine beglitzerte Sonne. Auch da ist eine Sonne.
hier ist nur so Paperclip mit der Büroklammer festgemacht. Also wie ihr seht, ne, ich habe wirklich sehr viel gestempelt und mit Schablonen gearbeitet. Ja, und natürlich, man könnte jetzt hier dazwischen schreiben, ne, aber wie gesagt, also ja, ist halt ein Journal, was man zwar auch beschreiben kann, aber halt auch zum Angucken. Hier ist dann mal so eine große Karte. Da habe ich dann die Federn mit dieser Stamperia Glamourpaste beglitzert. Ja. Ja, und die Rückseite ist auch dann hier Embossing, aber meine Embossing-Künste sind halt, stecken noch in den Babyschuhen sozusagen. Ich muss da echt mehr mit üben. Und die kann man dann auch nochmal hochklappen hier. Auch nochmal die schöne Eule. Ja, hier ist dann einmal der Sternenstaub komplett durchgezogen. Und das hier ist mit dem Klett festgemacht. Und dann hat man da drunter nochmal so ein antikes kleines Büchlein. Also antikes Büchlein, ein kleines Büchlein, wo so antike Aufzeichnungen sind. Von wegen Astronomie und ja, Astronomie, Alchemie, das war ja damals sehr vermischt, verwoben. Da sind auch nochmal solche Aufzeichnungen, solche alten. Da ist nochmal so ein kleiner Tag hinter. Da ist dann nochmal der Pegasus als Tag und der glitzert so schön. Wie gesagt, also ich habe diesmal wirklich sehr, sehr viele Sprüche und obwohl dieses Set Cardboard, ich weiß gar nicht, wie das heißt, alle Fälle ist das ein so ein großer Bogen. Also ich habe es jetzt mal geholt, das war auch das erste Mal und das war, glaube ich, auch das letzte Mal, weil ich kann da, also mit diesen Teilen kann ich wirklich nichts anfangen. Die Sprüche fand ich wirklich toll, die habe ich auch sehr viel genutzt, wie man ja sieht, aber also diese, weiß ich nicht. Also wenn noch welcher jemand welche braucht, ich habe da noch einiges über. Hier ist dann noch mal eine Karte. Hier habe ich dann diese Abschnitte einfach so gedacht, ja, das könnten auch Bäume sein, so Baumstämme. Und deswegen habe ich die damit hier so hingemacht. Und von wegen so ein bisschen Welt, Wald und Natur. Hier ist dann noch mal so ein Eulen-Tag. Da sind auch diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Irgendwo mit Cardboard, keine Ahnung. Ist dann auch mal so ein beglitzerter Mond. Dahinter kann man auch was schreiben. Das kann man auch so hochklappen. Und das sind ja diese Stanzteile. Ich dachte mir, das sieht so ein bisschen aus wie so, ja, Planetenkonstellation irgendwie, was so eine Umlaufbahn, wo so einzelne Planeten drauf sind. Das dann auch mit dem Paperclip nur so festgemacht. Ja, und halt ganz viel Sternenstaub verteilt. Und auch hier glitzert es wieder total. Das sind dann die Tierkreiszeichenkarten nochmal. Zwilling, Waage. Hier ist nochmal so eine größere Karte, wo man Notizen draufsetzen könnte. Auch dieses Muster, diese Seite gefällt mir sehr gut. Ja, auch hier, ne? Ist alles am Glitzern. Das ist allerdings jetzt dann auch die Mondpaste. Ne? Hier ist Sternenstaub und da ist halt Glitzermond. Wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob das der Mond sein soll. Das könnte auch Merkur sein. Weil da so die Farben noch mit drin sind. Der Mond ist ja immer nur grau dargestellt und hier ist halt, ne, noch Farben mit drin. Aber wer weiß, was sich der Künstler dabei gedacht hat. Da ist dann auch nochmal so eine Karte. Hier haben wir dann nochmal so ein Wolfsteck. Ich sage ja, also der Wolf ist wirklich sehr, sehr häufig hier drin. Ja, Pegasus fliegt hier auf den Sternenstaub. Ja, ganz viel gestempelt und schabloniert.
Hier habe ich dann auch mal Platz gelassen zum Schreiben. Ja, und da sind wieder irgendwelche aus den Büchern Berechnungen. Und da ist dann nochmal der Steinbock, das ist mein Sternzeichen. Der Steinbock, der sture Steinbock, wie meine Mutter früher gesagt hat. Der sture Steinbock. Ja, hier ist dann nochmal eine große Karte, die ich dann, also das Geweih ist mit Nuvodrops beglitzert und auch der Rand einmal komplett. Ich weiß nicht, ob man das so einfangen kann. Ich weiß aber nicht, wie ich das halten muss, damit man das in der Kamera überhaupt sieht. Dann auf der Rückseite ist dann mit dieser Glamourpaste geschrieben. Dann haben wir da nochmal was zum Ausklappen. Ja, hier habe ich dann im Nachhinein, ne, weil wie gesagt, ich habe ja wenig Platz zum Schreiben gelassen. Nochmal so, dass man da was drauf schreiben kann. Jo. Auch wieder ganz viel Sternenstaubglitzer. Hier sind dann auch nochmal zwei Tags, die auch beglitzert sind. Kann man dann auch auf der Rückseite noch schreiben. Und da ist dann nochmal aus diesen Büchern. Nochmal hier zum Umklappen. Da ist dann nochmal der Wolf. Auch wieder die Rückseite zum Beschreiben. Mit dem Wassermann. Ja, und dann sind hier nochmal so die restlichen kleinen Texte reingekommen. Und da oben auch. Ja, und die letzte Seite, ne, die habe ich dann natürlich alles, was geht an Sternenstaub. Alles, was geht an Sternenstaub. Mit dem schönen Pegasus auch. Also es war mein absolutes Lieblingsbild und das wollte ich auch unbedingt ganz hier rein verwerten. Und so habe ich mir das dann als Foldout gedacht. Hier sind dann nochmal aus diesen Büchern. Von wegen mittelalterlicher Astronomie, Ansichtsweisen, wie man das berechnet hat, was man dafür Gedanken hatte, von wegen die Erde sei ja keine Kugel und so. All solche Sachen. Ja, und halt ganz viel Sternenstaub. Und da sind auch nochmal die Sternchen drauf gekommen. Ja, und hier gibt es nochmal den Pegasus. Ja, und das war ja von der dritten Signatur. Ich wollte ja ursprünglich drei Signaturen machen und hatte ja in der dritten Signatur hier schon die eine Seite und dann habe ich die aber rausgemacht, dachte mir, das ist einfach, das ist so ein Materialfresser, DIN A4 Format, und habe die dann einfach nur hier noch reingeklebt, weil die ja schon fertig war. Also ich habe jetzt insgesamt, das habe ich ausgerechnet, jede Signatur hat hier 18 Seiten, ne? Wenn man dann doppelt rechnet, vor allen Dingen eine Seite sind ja vierfache von dem A5er Journal, was ich sonst mache. Es sind also praktisch 144 A5 Seiten, die ich hier dekoriert habe. Also ist schon Material reingekommen, muss ich echt sagen. Ja, das war mein Sternenstaub, mein Stardust. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es natürlich wie immer unheimlich Spaß gemacht, sonst würde man das ja auch nicht machen, wenn es einem nicht Spaß macht. Ne? Das ist ja das A und O unseres Hobbys, dass es Spaß macht. Hier kann man noch mal vom Nahen sehen, was ich da so gefummelt habe. Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Ich weiß noch nicht so wirklich. Ich glaube, als nächstes Video ist, ja, Mutti war einkaufen. Mutti war bei Action. Denn bei uns in der Stadt hat endlich ein Action aufgemacht. Das ist wunderschön. Aber auch, naja, wir sind halt alle irgendwie Opfer, ne?
Bastelopfer. Konsumbastelopfer oder wie sagt man dazu? Nun ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr Lust und Laune habt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.